willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute, heute habe ich einen ganz speziellen Fall hier. Es ist groß und es ist kantig und kastig und der war schon mal hier, der Wagen. Da haben wir, glaube ich, mal die Bremse gemacht, aber da war das, glaube ich, alles noch nicht so, wie es jetzt ist. So, auf jeden Fall. Ja, muss das Auto hier zum TÜV im November und die Besitzerin möchte gerne wissen, lohnt sich das? Wie viel muss ich da rein investieren, damit ich das begehrte Aufkleberchen am Nummernschild bekomme? Ja, fährt, bremst und lenkt, würde ich sagen. Also das ist mir jetzt aufgefallen. So Kleinigkeiten sind mir auch schon aufgefallen. Also dass der Außenspiegel kaputt ist, dass der Seitenblinker fehlt. Das sind so ein paar Schönheitsdelikte, sage ich mal. Aber der Rest muss ja auch passen. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Schlitten einfach mal an. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Werkstatt wieder. Also bis später. Ja, so, da wäre der Schlitten, ja, Mercedes-Benz Vito oder V-Klasse oder wie man es auch nehmen möchte, ja, das Ding ist nicht besonders schick, das hat schon mal als Wohnmobil fungiert, deswegen hier unten die Steckdosen und so ein Zirkus alles, ja, das hat schon mal so ein bisschen anders gelebt, so ähnlich wie mein Galaxy, so als Mini-Camper, aber man sieht halt, ja, die scheinen, die Rückleuchten hier, die sind irgendwie, ja, keine Ahnung, glasiert oder so. Der Schlitten rostet an allen Ecken und Kanten. Wenn man hier möchte, kann man das hier auch so stehen lassen. Da ist kein Schwung mehr im Heckwischer. Also die Andruckfähigkeit ist auch noch gering. Ja, aber ansonsten ist das Ding keine Schönheit. Wenn man so dran lang guckt, dann sieht das aus wie ein Wellblechdach von meiner Garage. Ja, aber die Dinger sind gefragt, die laufen. Das ist ein 220er CDI. Hat jetzt 307.000, irgendwie sowas, Automatik. Ja, den Turbo, den hört man, das macht aber nichts. Ich glaube, das tut dem Wagen nichts Schlimmes. Also ich sag mal, die 220er, die laufen ewig. Ich habe so das Gefühl, da kannst du ruhig eine Million von voll machen, ohne dass du irgendwie nachgucken tust. Eher ist die Karosse weg als der Motor. Ja. Aber wie sieht der Zettel denn dann anschließend aus, wenn wir jetzt den TÜV-Durchsicht machen? Das ist ja jetzt die Frage. So Federbrüche, Fahrwerksprobleme. In dem Bereich Ölverlust, ne? Ölverlust ist natürlich auch gern gesehen beim TÜV bei so einem Ding. Ja, und Traggelenke und Spurstangenköpfe und der ganze Zirkus. Ich habe jetzt zwar nichts auf diesen Holperstrecken und so nichts gemerkt, dass da irgendwas geklötert hat oder dass da unmäßig Spiel in der Lenkung ist. Ist jetzt nicht so. Aber ich sag mal, man muss gucken, ne? Man muss gucken und ich würde sagen, wir schauen uns den Schlitten doch einfach mal an. So, anschauen heißt ja auch hier, da geht überall der Rost los. Das kennt man ja, ne, bei Mercedes. Ne, hier, da Steckdose angebaut. Und wenn man die Rückleuchten so sieht, das sieht alles nicht so schön aus. Das gibt es schöner, garantiert. Dass ich glaube, die sind mal lasiert worden. Aber wenn man hier mal so dran lang guckt, ne, das ist alles Blasenteppich hier. Hier ist mal irgendwas nachlackiert worden. Das sieht man wohl. Ja, da unten ist der Rost dran, ne? An der Tür, Unterkante. Aber hier unten, da sieht es noch gut aus. Das ist nicht so schlimm. Hier ist ein bisschen Rost dran, hier ist Wasser drin, die Antenne fehlt. Ja, mein Gott, das ist ein Auto, was gelebt hat. Ja, wie gesagt, der Maschinenraum, ne? Wie sieht es da aus? Ja, wie es so beim CDI aussieht. Ja, Ölwechsel könnte man haben. Das ist eine Sache, ne? Könnte er haben. Ja, Keilrippenriemen, der macht auch leichte Geräusche. Also da müsste man mal gucken, wie der Verschleiß aussieht. Ja, ich sehe schon den ersten Mangel. Da kommt schon, und hier seht ihr da, da ist schon Flüssigkeitsaustritt. Es riecht hier auch leicht nach Diesel. Da muss man ein bisschen gucken.
wo kommt das alles so her? Ne? Da sollte man mal drauf gucken. Ja, der ist hier, weil wir so geil auf alte Autos sind und weil wir uns auch nicht so drum kümmern. So, ja, von hier oben ist nicht viel zu sehen. Ich würde mal sagen, ja, da sieht man noch was. Hier ist so ein bisschen Feuchtigkeit im Scheinwerfer. Wovon kommt das? Ja, da muss man gucken, ob da noch eine Dichtung drin ist. Ja, aber da hinten, wenn man da hinten da so reinguckt, ne? Hier, da hinten, seht ihr das? Mal eben gucken, ob ich das so ins Bild kriege, da hinten. Ja, da läuft der Rost zusammen. Hier ist das alles noch gängig. Ja, wir kennen ja Mercedes und Rost. Da unten geht es auch los. Also, naja, ich sag mal ganz ehrlich, gegenüber T4, T5, ne, sind die besser, glaube ich. Glaube ich. Das ist meine Meinung, dass die besser sind. Vor allen Dingen von den Maschinen her auf jeden Fall. Was den Rost betrifft, lasse ich mal dahingestellt. So, auf jeden Fall den müssen wir auch was einfallen lassen. Das Spiegelglas ist zwar drinne, aber ist natürlich nicht fest. Und hier fehlt der Seitenblinker. Ja, ist auch nicht das Dollste. So, ich fahre den einfach mal hoch. Ja, so, dann gucken wir einfach mal. Oh ja, also da haben wir schon mal den ersten Mangel. Ist es das Spurstangenendstück? Ja, es ist das Spurstangenendstück. So ist okay, aber so ist scheiße, das ist Müll. Also das geht nicht. Also Spurstangenendstück auf der rechten Seite. So, was haben wir hier? Mal reingreifen in die Tüte hier. Das sieht alles noch gut aus. Oh je, oh je. Ja, ich sehe schon, das sind das wird eine lustige Mängelkarte. Ja, wenigstens ist die äußere noch alles gut im grünen Bereich. Das geht auch noch. Nehmen wir euch mal mit rüber. Und dann gucken wir uns hier das gleiche Spiel nochmal an. So, der hier auch. Nee. Hier ist besser. Hier ist besser. Aber hier andere Problem. Hier ist die Manschette von der Spurstange total durch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das läuft. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, fast, da holt man sich besser einen Mängelbericht. Und dann schaut man mal, was da so Ansage ist. So. Bremse vorne ist alles gut. Querlenkerlagerung sieht auch gut aus. Rost hat er hier jetzt so auch keinen erkennbaren, ich sag mal, großflächig oben im Federdom. Ja, das haben wir, ja, das ist klar. Ihr könnt euch davon überzeugen, da oben. Im Federdom, da ist der Rost zu Hause. So, da seht ihr es. Sieht aus wie ein Sieb, ne? Da sieht aus wie ein Sieb. Da müssen wir bei. Also beidseitig mit Achsvermessung und den ganzen Zirkus. Man hat hier halt Rost. Ja, aber ansonsten, das sieht stabil aus. Das sieht auch noch stabil aus. Also das ist alles hier. Ja, sieht grün aus. So, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwo Durchrostung? Ja, die Bremse ist frei. Was sagt die Bremse so? Jo, die hat noch Fleisch, aber die Handbremse zieht nicht mehr, ist mir aufgefallen. So, die Handbremse, da ist nämlich toti totali, da ist nichts.
So, das sieht alles noch im grünen Bereich aus. Ja, hier wurde auch ordentlich mal was gemacht, glaube ich. Hier sieht man es, da ist was angesetzt worden. Aber das ist noch alles stabil, so wie es aussieht. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt geht das hier unten weiter. Ja. Das Lager hier, ich glaube, das löst sich auf. Das sieht nicht gut aus. Hier der Draht da dran, das ist auch nicht unbedingt so das. Oh, oh, ich glaube. So, das Ding hat hier Standheizung, man sieht. Was machst du denn da? Normal. Geht's dir gut oder was? Mann, 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 Mann. So, weiter geht's hier unten. So, da haben wir schon mal das Auspuffgummi, was weg ist. Hier hängt ein Stück Draht rum. Ja, das Blech hier, das ist ja auch nicht mehr ganz wirklich vorhanden. Ob das ein TÜV-Mangel ist, werden wir drauf ankommen lassen. Schauen wir uns einfach an. Ja, ansonsten sieht das eigentlich so gar nicht so scheiße aus. Das Auto sieht von außen beschissener aus, als wie es von unten aussieht. Also ich sag mal so, hier ist so eine Stelle, wo ich dann sage, ja, da könnte der TÜV-Prüfer. Aber wir werden das einfach drauf ankommen lassen, sag ich mal ganz ehrlich. So, hier ist auch genau dieselbe gleiche Kacke. Auch alles schön bröselig. Ja, ich würde mal sagen, das lassen wir alles mal drauf ankommen. Da machen wir erstmal gar nichts. Auch an der Handbremse machen wir nichts, weil da lassen wir es auch drauf ankommen. Hier ist überall Anrostung und hier oben ist Rost. Ich meine, das sieht schlimmer aus, als wie es eigentlich wirklich ist. Ne? Hier ist auch so ein bisschen was. Ja, das ist alle, ja, altersbedingt. Ne? Hier, da oben. Da ist auch der Rost dran, aber die Endspitzen sind noch da und das hat also alles bis jetzt gut gehalten, sag ich mal. Es gibt Schlimmeres. Es gibt wirklich Schlimmeres und ich würde sagen, wir lassen es einfach drauf ankommen und fahren damit einfach so dahin. Würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall müssen wir hier Ölverlust wegmachen. Ich habe gesehen, dass da oben die Gelenkmanschette, die ist fertig. So, das ist das nächste und. So, und hier seht ihr wieder, ne, den berühmten Kabelbinder. Jawohl, da war doch schon mal einer bei. Seht ihr, da ist nämlich noch eine normale Stelle drum. Hier ist ein Kabelbinder dran und was sieht man da? Voll das Öl an der Lenkung. Ja, ja, das ist dann so ein Punkt, wo man dann sagt, ja, ist ja wunderbar, ist ja schön, ne, aber das ist... Und ihr seht wirklich, also hier rostmäßig, ne, das geht. Das ist also möglich, dass man den da noch 2, 4, ja, wenn man noch einen guten Behandlungsdienst erfüllt hier, dann hält das Ding auch noch länger. Also ich würde sagen, von unten sieht er gar nicht so scheiße aus, ich sag mal ganz ehrlich. So, Federn habe ich geguckt, die sind alle noch komplett da, gar kein Problem. Was sagen die Bremsschläuche? Ja, hier haben sie auch alles Mögliche dran festgebamselt. Ist natürlich auch nicht gang und gäbe der Sache. Aber Bremsschläuche sehen an sich noch gut aus. So, die Gummipuffer sind noch da. Ich nehme jetzt hier keinen Hammer und dengel hier rum, weil das ist nicht so mein Stil. Und ich sag mal, die Bude, die sieht echt schlimmer aus, als wie sie eigentlich ist. Also... Es geht, ne? Es geht. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach und lassen es drauf ankommen. Und was der TÜV-Prüfer dann sagt, das wird dann gemacht und fertig ist. Ne? Also er hat ein bisschen Ölverlust, ja, hier vom Turbolader oben. Das ist aber alles irgendwie, ja, altersschwach, ne? Das ist altersschwach, ob er das Lager hier bemängelt, werden wir auch drauf ankommen lassen. Das ist einfach so. Da muss man einfach mal... ja, das Ding, das muss günstig über den TÜV geschaukelt werden. Und ich denke, das ist möglich. Was suchst du da? So, jetzt bin ich mal hingegangen, wollte Flüssigkeit kontrollieren. Und siehe da, ja, am Kühlmittel kann es nicht gelegen haben, ist ja keins mehr drin. Ich weiß jetzt auch nicht, wie voll das Ding ist.
Das muss ja auch irgendwo geblieben sein. Ja, das ist dann das nächste Problem. Wahrscheinlich irgendwo ist da eine Undichtigkeit da, damit der da irgendwo Wasser verliert oder was weiß ich. Also da muss man gucken. Also ich würde mal sagen, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall die Ölundichtigkeit bzw. die Kraftstoffundichtigkeit, da muss man gucken, warum da Kraftstoff entweicht. Ja, ich fülle hier gleich erstmal Wasser nach. Tja, und dann war es das erstmal für uns. Ja, kleiner, aber feiner Vito, sag ich mal. Klein ist auch eine gute Aussage. Der ist ja nun mal schon so ein bisschen größer, aber ich sag mal, von dem Technischen her und wie das Auto aussieht, da täuscht man sich manchmal, ganz ehrlich. Und ich habe schon schlechtere T5 und T4 gesehen, als sowas hier in dieser Art. Also so schrottig ist das Ding nicht. Ja, läuft, fährt, bremst, lenkt. Ne? Das kann man so sagen. Ja, und wie gesagt, so ein bisschen was dran machen und dann kriegt das Ding wieder eine Plakette, gar kein Thema. Und dann kann er weitere 2 Jahre wieder laufen. Ja, mal gucken, was draus wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ne, ihr wisst ja, ne, und Klingel drücken, dann verpasst ihr auch nicht, wie wir den eventuell wieder auf die Straße bringen. Und ja, wie gesagt, keine Katastrophe. Es ist human, sag ich mal. So, bis zum nächsten Video. Haut rein und ihr wisst ja, abschalten. Genau. Tschüss. Diese Geschichte, ne, die never ending story, an dem ihr euren Job eigentlich an Nagel hängen müsstet, weil wegen so einer Scheiße hier